My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, zu den Spießen gibt's Jalapenos, die großen. Oh yes, es werden Jalapeno-Poppers. Abschneiden hier, genau, Hals ablunsen hier und jetzt hier rauspulen hier. Entweder mit Messer oder kleiner Löffel, das geht, wie ihr es wollt. So Freunde, rausgepult, Cheddar-Käse rein. Schön abschneiden, genau passend hier für die Frucht. Und dann hier, damit die Hölzer auch ein bisschen Käse haben, was zum Naschen. So, reindrücken mit der Faust hier, so, zur Seite legen. Und nun, wenn wir alle fertig gemacht haben, hier, zack, nehmen. Schönes Ei hier. Und dann hier Taco-Chips. Wir wollen es crispy haben. Etwas crispy ist immer geil. Oh ja, schön mit den Fingern bei. Und jetzt eine Scheibe Bacon hier, jawohl. Das lümmeln wir da jetzt richtig schön rum hier. Genau, einmal da hier wenden und zack, hier rumgewickelt. Und ab in unseren selbstgebastelten Ständer hier, genau. So, nächsten, genau das gleiche Spirenzchen. Und ihr könnt euch auch denken, wie die anderen auch gemacht werden. Genauso, die sammeln wir sie alle hier. Zack, zack, hier, da biegt sich das Blech. Und nun nehmen wir es zack weg hier, jawohl. Jetzt Kohle reinlunsen hier, Indirect Heat hier, machen wir es mal, zwei Zonen Eis in der Mitte Indirect, ne, geht es drauf, richtig, und unsere Chalas drauf, Freunde, super werden die. So, jetzt das Ganze ungefähr, sagen wir mal eine halbe Stunde, bis der Bacon knusprig ist, muss man immer wieder runter gucken, so wie hier, ja, perfekt. Dann schnappen wir uns das Ding hier, genau, ab aufs Grillshow-Brett hier, ja, perfekt. Und nun hier, oh, sehen die geil aus, oh ja, ich schnapp mir einen hier und lünzen hier aufs Tellerchen. Und links sieht man natürlich schon mal schnell das Rezept, so viele Zutaten gab's ja nicht, Freunde, aber es wird trotzdem noch eingeblendet. Ihr wisst, was kommt, Leute, ihr wollt die ganze Chose mal von innen sehen. Oh ja, und es kommt jetzt hier, angeschnitten hier, oh, ja, Käse ist noch drin, seht das? Ja, wunderbar, ja, oh. Und jetzt ab in den Hals damit, Freunde, ja, super Beilage zu den Spieße. Und ihr könnt ja nochmal gefüllte Paprikas hier reinballern, hier, oder gefüllte Aubergine hier. Also, Boys and Girls, ballert's euch rein, eine Speed-Folge hier, extra für euch, ciao!